Einer der wenigen Vorteile, mit einer seltenen, unheilbaren Krankheit zu leben, ist die Sache, dass nichts jemals wichtig genug erscheint, um sich Stress deswegen zu machen. Ich spreche aus meiner eigenen begrenzten Erfahrung und ich würde euch deshalb keineswegs empfehlen, raus in die Welt zu gehen und euch mit eurer eigenen, seltenen, unheilbaren Krankheit anzustecken, falls ihr noch keine haben solltet. Was aber meinen Fall angeht, so konnte ich mich schon früh mit der Realität meiner Vergänglichkeit abfinden. Vor der Diagnose, als ich noch ein Teenager war, machte ich mir manchmal Sorgen darüber, dass ich meinen eigenen Erwartungen an das Erwachsenensein nicht gerecht werden würde. Was absurd ist, wenn man bedenkt, dass die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, die Hauptstadt niedriger Erwartungen ist. Ihr einziger Ruhm kommt daher, dass sie die Heimat einer berühmten blutigen Bürgerkriegsschlacht war und der Ort ist, an dem es einmal Frösche geregnet hat. Fragt nicht. Es ist nicht so interessant, wie es klingt. Ich arbeite an der 24 Stunden geöffneten Tankstelle in der Nähe des Waldes am Rande der Stadt und was Arbeitsplätze angeht, so ist das hier nicht der beste, aber auch nicht der schlechteste. Zu wissen, dass ich nicht mehr so lange hier sein werde, wirkt sowieso jeden Ehrgeiz, die Karriereleiter zu erklimmen, erst einmal ab. Einige Tage hier vergehen ganz ohne Zwischenfälle und rücken die Welt einen Schritt näher ans Nirvana oder was auch immer. Das sind meine Favoriten, wenn ich eine ganze Schicht damit verbringen kann, ein Buch zu lesen und mich um meine eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Ich muss keinen Berg besteigen oder den Grand Canyon besuchen, um zu wissen, wie sich Zen anfühlt. Ruhe ist für mich eine stille, leere Tankstelle um 4 Uhr morgens. Natürlich sind einige Tage nicht so ereignislos. Ich habe unhöfliche Kunden, betrunkene, bösartige Waschbären, die auf das chaotisch-böse Spektrum des D&D-Alignments fallen, eine Handvoll bewaffneter Raubüberfälle und einige andere Dinge erlebt, welche ich nur als seltsam bezeichnen kann. Gestern war so ein Tag, der in die letztere Kategorie fällt. In den Wochen davor ging es hier geschäftiger zu als sonst. Einige Beamte der Jagd- und Fischereibehörden der benachbarten Städte sind ziemlich häufig durch die Wälder patrouilliert und unsere Tankstelle ist meilenweit der einzige Ort, um Benzin oder Kaffee aufzufüllen. Ich weiß nicht, worum es bei dem ganzen Getöse ging, aber ich schätze, alle sind etwas nervös, seitdem die Kühe verstümmelt wurden. Ah, okay. Vielleicht ist es etwas übertrieben, von verstümmelt zu reden. Jemand hat sich auf die Bauernhöfe geschlichen und die Kühe kahl rasiert. Wer weiß schon warum. Kleinstädte können ziemlich langweilig sein. Ich wusste nicht, wie viel Uhr es war, da ich das nie im Auge hatte, aber es war gegen Ende meiner Schicht und mitten in der Nacht, als der Hirsch seinen Kopf durch die Tür in die Tankstelle streckte. Ich war gerade fertig mit meinem Buch und hatte auf meinem Handy nach dem Wetter geschaut, als es passierte. Die Glastür öffnete sich sanft und ein großer Achtender blickte langsam ins Geschäft und schaute von einer Ecke zur anderen. Seine Nasenlöcher weiteten sich bei jedem Schnüffler. Er hörte auf, sich zu bewegen und blickte mich mit seinen riesigen schwarzen Augen direkt an. Ich blieb regungslos stehen und legte nur mein Handy zur Seite, weil das hier wesentlich interessanter war als der Schneesturm, der uns in den nächsten Tagen erreichen könnte. Wir starrten uns nur noch etwas länger an, bis der Hirsch schließlich die Tür komplett aufstieß und ein Stück hereinkam. Wie auch immer ihr euch die Sache gerade in euren Köpfen vorstellt, ihr liegt daneben. Und ich weiß, es ist meine Schuld, da ich euch ja die Geschichte erzähle, also tut mir leid. Aber es gibt einige entscheidende Dinge, die ich euch nicht über den Hirsch erzählt habe. Erstens befand sich der Kopf des Hirsches etwa auf 2 Meter Höhe und zweitens konnte ich durch das Glas der Vordertüre sehen, dass der Hirsch aufrecht stand. Von der Geweihkrone bis zum Becken sah der Hirsch genauso wie jeder andere normale Weißwedelhirsch aus, die ich bisher im Wald oder am Straßenrand gesehen hatte. Hellbraunes Fell, langer Hals, verwirrter Blick. Aber mit den Hinterbeinen verwandelte er sich in etwas anderes. Wenn känguruisch ein Wort wäre, würde ich seine Beine känguruisch nennen. Er trat mit einem känguruischen Fuß in den Laden und wartete ganz so, als würde er sicherstellen wollen, dass der Boden nicht unter ihm wegbricht. Als es nicht so weit kam, setzte er den nächsten Fuß nach vorne. Die Tür schloss sich hinter ihm und der Hirsch ging durch die Gänge der Tankstelle. Sein Geweih verfehlte nur um Millimeter die Leuchtstoffröhren, die von der Decke hingen. Beim Schichtwechsel hatte der andere Angestellte etwas Interessantes gesagt, aber ich hatte mir zunächst nichts dabei gedacht.
Ich hatte gerade den Schlüssel für den Tresor entgegengenommen, als Jerry, der einzige andere Vollzeitangestellte wohlgemerkt, der, wie ich von einer vertrauenswürdigen Quelle gehört hatte, ziemlich angefressen war, seitdem sein Kult verschwunden war und einen Massenselbstmord veranstaltet hatte, ohne ihn einzuladen. Bevor Jerry also die Tankstelle verließ, sagte er mir, dass die Verzögerung immer schlimmer werde und es vielleicht an der Zeit wäre, etwas dagegen zu unternehmen. Ihr müsst nämlich wissen, dass etwas mit dem Spiegel in der Tankstellentoilette nicht stimmt. Es gibt eine Verzögerung in der Reflexion, um etwa eine halbe Sekunde. Manchmal, bei schlechtem Wetter, wird diese noch länger. Wir hatten eigentlich geplant, den Spiegel auszutauschen, aber hatten es dann nicht gemacht, weil wir faul und spiegelteuer sind. Und außerdem, wie wichtig ist es überhaupt, eine genaue Reflexion zu sehen? Das ist ein Tankstellenklo und kein Salon. Das war aber nicht das Seltsame, was er mir erzählt hatte. Nein, die seltsame Sache war, dass etwas früher am Abend ein Mann vorbeigekommen war, der Jäger-Tarnkleidung getragen hatte, seine Nummer hinterlassen und Jerry gesagt hatte, dass es zwingend erforderlich sei, dass er ihn kontaktiere, falls wir etwas Ungewöhnliches sehen sollten. Ich hatte seine Aussage als zu vage abgetan, um überhaupt Sinn zu ergeben. Was soll an dieser Tankstelle hier schon ungewöhnlich sein? Eine Sonnenfinsternis? Ein aufrechtgehender Hirsch? Ein ganz normaler Tag? Außerdem, ich arbeite nicht für den Kerl und wenn er nach dieser Hirschkreatur sucht, dann wird er sie schon alleine finden. Ich beobachtete den Hirsch, wie er langsam auf das Regal mit den Chips zuging, seine Schnauze hineinsteckte und gefräßig schnüffelte, bevor er wieder einen Schritt zurückging und sich nochmal im ganzen Laden umsah. Seine Arme oder Vorderbeine, ich bin mir nicht ganz sicher, baumelten an seinen Seiten mit gespaltenen Hufen, als er nun zum Getränkekühlregal hinüberging. Er klopfte ein paar Mal mit seinem Geweih gegen das Glas, bevor er herausfand, wie man die Tür an der Seite öffnen konnte. Es war in etwa so, als würde man einem Kleinkind dabei zusehen, wie es versucht, ein Rätsel zu lösen. Am Anfang war es lustig, aber dann nach kurzer Zeit nur noch frustrierend. Ich wäre fast aufgestanden, um ihm zu helfen, bevor er schließlich zum Glück seine Handzehe, Spaltzehe, Fußfinger um den Griff legte und die Tür einen Spalt öffnen konnte. Ich musste mir ein Lachen verkneifen, als der Hirsch an einer Flasche Wasser herumfummelte und es kaum schaffte, diese aus dem Regal zu ziehen. Er steckte das obere Ende schließlich in seinen Maul und kaute so lange auf dem Deckel rum, bis die Flasche aufging. Der Hirsch lehnte seinen Kopf mit der Flasche, die aus seinem Mund ragte, zurück und starrte mich direkt an, als er die ganze Flasche in einem großen, kontinuierlichen Schluck leer trank. Als nächstes schlenderte der Bock zur Kaffeemaschine und schnüffelte an ihr. Der Geruch war wohl nicht ganz seins, da er sich aufbäumte und heftig seinen Kopf schüttelte. Wahrscheinlich war das auch besser so. Schließlich beendete er seine Runden, ging auf mich zu und blieb am anderen Ende der Theke stehen. So nah konnte ich die Kreatur riechen und überraschenderweise roch er nach Traubensaft. Er klopfte ein paar Mal mit den Hufen, Fingern, Hände auf die Theke. Dann blickte er zurück zu dem Ort, an dem er die Wasserflasche fallen gelassen hatte und dann zu mir. Okay, sagte ich. Er klopfte wieder auf die Theke, also tippte ich den Code für eine Flasche Wasser in die Kasse. Das macht 89 Cent. Der Hirsch trat einen Schritt zurück und blickte an sich selbst hinunter. Dann fing er seinen Körper dort zu streicheln, wo seine Taschen sein würden, wenn er eine Hose getragen hätte. Dann sah er zu mir auf und blinzelte ein paar Mal. Du bringst mich hier echt in eine unangenehme Situation, sagte ich. Da fing die Kreatur an, ein seltsames, tierisches Geräusch zu erzeugen, dessen Klang ich nur als eine Kombination aus Esel und Delfin beschreiben kann. Ich weiß nicht, was das heißen soll, erwiderte ich über seine Geräusche hinweg, aber dann wurde er einfach immer lauter und warf seinen Kopf zurück und schrie diesen seltsamen Ruf in Richtung Decke. Ich weiß nicht, was du mir sagen willst, rief ich. Ich spreche keinen Hirsch. Die Kreatur warf ihren Kopf wieder nach vorn und kotzte einen grünen, nassen Klumpen auf die Theke vor mir und dann war er still. Ich sah mir den Haufen an. Der Hirsch sah den Haufen an. Der Hirsch sah mich an, dann wieder auf den Haufen. Oh, ich streckte die Hand aus und packte den Klumpen an der Ecke. Tatsächlich hatte der Hirsch gerade einen schleimbedeckten 1-Dollar-Schein ausgehustet. Okay. Ich wischte den Schleim mit einem Lappen ab, den ich für den Fall, dass etwas verschüttet wird, an der Kasse herumliegen hatte
und steckte dann den Schein in die Kasse zu dem anderen Geld, bevor ich 2 Nickel und 1 Penny herausfischte, welche ich dem Hirsch anbot und dieser prompt aus meiner Hand aß. Er drehte sich zur Tür um und wedelte ein paar Mal mit seinem Schwanz in meine Richtung, bevor ich die seltsame Szenerie vor dem Laden bemerkte. Mindestens ein 50 anderer Hirsche und Rehe waren da draußen. Jeder von ihnen stand auf 2 känguruischen Füßen und starrte mich an. Es war ein weiterer Hirsch, eine Hirschkuh und mindestens ein Kitz, nur 1,20 Meter groß. Der Bock kämpfte einige Sekunden lang, damit die Tür aufzubekommen. Willst du, dass ich dir... Bevor ich aussprechen konnte, hatte er die Tür weit genug offen, um hinausschlüpfen zu können. Danach gingen sie dann alle stolz in Richtung Waldgrenzen davon. Erst etwa 5 Minuten später kam mir in den Sinn, dass ich ein Bild oder so hätte machen sollen. Aber ich schätze mal, dass das so ganz ohne Beweis einfach zu einer weiteren merkwürdigen Geschichte werden wird, die mir sowieso niemand glaubt. Ich wühlte ein bisschen in meinem Rucksack, bis ich ein Buch fand, welches ich noch nicht gelesen hatte, und öffnete es auf der ersten Seite. Es verging mindestens 1 Stunde, bis der nächste Kunde in den Laden kam.